Ich bin Pia und ich spiele heute einen Song, der heißt Im Jetzt. Ich denke ja immer, ich kann schlaue Sachen sagen, worum es geht, aber ich glaube, es geht ums Jetzt. Du stehst da mit einem Fernglas vor deinen Augen und bist dabei, dich im Irgendwann zu verlaufen. Du glaubst nur dem, was du siehst und fühlst nicht das, was dich im Jetzt umgibt. Bitte glaub mir doch, die Blätter fallen, wann sie fallen, wie sie wollen und wann sie bereut sind. Und ich würde mich freuen, wenn du bei uns bleibst, mit uns in der Zeit treibst und vielleicht im Jetzt bleibst. Mit Im Jetzt. Wunderschön. Und da kommt sie auch schon. Herzlich willkommen. Hi, hi. Mein Name ist Danny. Servus. Das wollte ich übrigens vorhin schon sagen. Die Mikrofone, das Mikrofon wird jedes Mal sauber gemacht, wenn alles ein klar, Talkgast hier war. Ihr dürft das also nach Belieben ohne Sorge benutzen. Ja. Super. Aber jetzt bleiben wir mal im Jetzt. Haha, Wortspiel mit deinem Song. Sehr gut. Redest du gerne über deine Texte? Was wirst du zu deinen Songtexten gefragt? Ich werde oft gefragt, weil es irgendwie oft sehr melancholisch ist und sehr, ob mit mir alles okay ist. Aber nein, ja, dies, das. Ja, es gibt Leute, die wollen gar nicht über ihre Songs reden. Es gibt Künstler, die reden sehr gerne über ihre Songs. Ja, ich rede gerne, weil ich finde so, in meinem Song mache ich so von dem, was ich denke, von meinen Gedanken, einen Bruchteil rein und eigentlich steckt so viel mehr dahinter. Und genau deswegen finde ich es eigentlich auch immer sehr schön. Und ja. Schön. Ja, ist es sehr bildhaft? Ich habe lauter bunte Blätter vor mir. Das ist einfach. Das ist auch nichts Schlechtes. Das ist, ist wunderschön. Also wir haben, ich habe ja auch an der Popakademie studiert, wo wir ja ein, zwei Menschen heute auch hier haben. Auch unser Special Guest heute ist ja eine Sängerin, die an der Popakademie studiert hat. Und das waren so immer die.
die Gespräche im Songwriting-Unterricht. Wie kann man es schaffen, die Idee irgendwie bildhaft darzustellen? Und wir hatten immer so ein Beispiel, das hieß, wenn du einen Song anfängst mit Die alte Eiche am Friedhof, ist es schwer, einen Liebessong draus zu machen, weil jeder gleich ein Bild im Kopf hat, vielleicht noch mit Vollmond, vielleicht noch mit irgendwas. Und deswegen finde ich bunte Blätter, die von Bäumen rieseln, auf jeden Fall sehr schön. Was ist bei dir als erstes da? Musik? Text? Alltagserlebnis? Ganz unterschiedlich. Also es startet eigentlich immer mit einer Idee. Okay. Entweder ein Bild, ein Satz, eine Wortwendung oder eine Metapher oder Akkorde, Akkordfolgen und so weiter. Ja. Und dann ergibt sich eins aus dem anderen und irgendwie kommt alles zusammen. Und genau, deswegen ist es jetzt nie so, dass ich denke, okay, ich setze mich jetzt hin und ich suche mir jetzt Akkorde raus und dann schreibe ich einen Text, sondern es geht so alles. Okay. Aber das ist super. Das heißt, du bist relativ flexibel. Weil ich denke, wenn man Gitarre ist ja zum Beispiel ein Instrument, das kann man sich auf den Rücken schnallen und kann dann loslaufen. Ist jetzt bei einem E-Piano relativ schwierig. Ein Klavier würde vielleicht noch auf der Straße funktionieren, aber es ist schwer zu transportieren. Das stimmt. Deswegen ist es natürlich umso schöner, wenn du so kommt zumindest rüber, so ready im Alltag umherläufst und schaust, was passiert. Ja. Wie hast du es mit den Aufnahmen gemacht? Würde mich jetzt mal interessieren. Einfach irgendwo Handy hingelegt und aufgenommen oder Tonstudio oder wie? Ja, also mein Handy ist voller Aufnahmen, voller Sprachmemos. und dann sammle ich einfach. Aber meistens ist ja, wenn man dann am Klavier sitzt, dann fällt einem wieder alles ein. Okay. Und und dann nehme ich es manchmal nochmal professioneller auf am Ende. Und genau, ja. Ach cool, sehr schön. Wie würdest du deinen eigenen Musikstil beschreiben? Ich sage mal, es ist schwierig. Aber ich würde sagen, es ist melancholisch mit einem Hauch Jazz, mit ein bisschen Pop. Jazz hätte ich jetzt auch ein bisschen gehört. Ja. Es sind immer so diese typischen Fragen, wie ich vorhin gesagt habe. Manche reden da gerne drüber, andere fühlen sich sofort in eine Schublade gesteckt. Mhm. Aber du bist da offensichtlich recht entspannt mit deiner Musik. Und wann hast du entschlossen, dass das was ist für die Bühne, was du anderen Leuten vorspielen willst? Also ich komme eigentlich vom klassischen Klavier und ich mag schon immer gerne auf Bühnen stehen, weil ich das so toll finde, dass man selbst macht was man so gerne macht und andere hören zu und finden es auch noch toll, hoffentlich manchmal. Ja, und dass man und das ist irgendwie so, irgendwie man macht was und beide profitieren davon und das finde ich schon immer toll. Ach, cool. Und Cool. Ja, sieht auch so aus, als würdest du da hingehören. Ich danke dir vielmals, dass du das mit uns geteilt hast. Pia, mit ihm jetzt und wir machen.